falscher Kanal. Freunde, ihr habt ja recht. Ich sollte definitiv auf diese Weltmeisternummern reagieren. Nächstes Jahr findet wieder die nächste FISM-Weltmeisterschaft statt. Alle 3 Jahre hauen sich die besten Magier der Welt, die besten Effekte des Jahres gegenseitig um die Ohren. Unter anderem dadurch, dass Shin Lim aktuell seine liebsten FISM-Nummern repostet, bin ich natürlich maximal bombardiert mit, kannst du da mal drauf reagieren und was dazu sagen. Und Freunde, genau das machen wir jetzt. Fangen wir an mit dem 2015 Gewinner im Gebiet General Magic, Youngmin Kim. Ich kenne diese Nummer tatsächlich gar nicht. Ich habe die noch nie zuvor gesehen. Lasst uns da doch gemeinsam reinschauen. Let's go, der Hase. Boah, wenn das so läuft, wie ich mir das jetzt vorstelle, dann habe ich jetzt schon Gänsehaut. So eine schöne Prämisse. By the way, ich lege andere Musik drunter, weil ich mir 100% sicher bin, dass das, was er hier drunter gelegt hat, nicht copyrightfrei ist. Die Musik, die ihr in meinen Videos immer hört, findet ihr bei Epidemic Sound. Epidemic Sound ist eine Plattform, wo ihr euch Musik runterladen könnt für eure Videos. Für eine ziemlich günstige Gebühr von 13 Euro im Monat. Ihr könnt einen kostenlosen Probemonat machen und falls es euch nicht gefallen sollte, wieder kündigen. Und wenn ihr diesen Probemonat über meinen Link macht, den ihr in der Videobeschreibung findet, dann supportet ihr mich sogar riesig. Epidemic Sound zahlt mir eine Provision aus, einfach nur, wenn ihr den Probenmonat schon anfangt. Also alle, die gerne mal supporten möchten, aber jetzt nicht irgendwie donaten wollen oder einen Sub bei Twitch abschließen wollen oder so, das ist ein Weg, wie ihr mich supporten könnt, ohne einen Cent zu bezahlen. Danke, danke, danke an jeden Einzelnen, der mir hilft. So, zurück zum Video. Wunderschön. 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 Freunde, wir haben Anfang Mai 2020. Ich bin dieses Jahr schon in Blackpool gewesen. Ich habe dieses Jahr schon Millionen Auftritte gesehen. Aber ich glaube echt, das ist das schönste bisschen Zauberei. Einfach dieser Moment, wie der Stab zu Staub zerfällt. Das ist, glaube ich, das schönste bisschen Magie gewesen, das ich dieses Jahr gesehen habe soweit. Krass, ich kannte den Act noch gar nicht. Das ist ja wunderschön. Also ich sag mal, ich denke, viele von euch kennen hier die Griffe, die ihr nutzt, die Methoden, die ihr hier nutzt. Zumindest was die Stäbe angeht. Was den Staub angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich komplett gefoolt. Ich habe es jetzt nicht drauf angelegt. Ich gucke jetzt nicht hin. Ah, ich will es durchschauen. Ihr kennt mich. Ich will mich immer eher verzaubern lassen und finde, die Atmosphäre sollte man da viel mehr genießen, als direkt so analytisch hinzugucken. Das kann man vielleicht beim 3., 4. gucken irgendwann mal machen. Aber ich finde, wenn man so einen Auftritt das erste Mal schaut, man muss diese Atmosphäre richtig aufsaugen. Und um das aufsaugen zu können, muss es überhaupt erstmal kreiert werden und übertragen werden. Und das macht er hier so wunderschön. Warum kannte ich diese Nummer noch nicht? Hier, guckt euch das an. Guckt euch das an und... Oh. Vanish und Produktion in einem. Wunderschön, ich fühle das richtig. Hier läuft jetzt im Original die Prinz von Ägypten Musik, bei mir natürlich nicht. Ist einfach Hans Zimmer. Aber transportiert genau diese Atmosphäre. Okay, ich höre auf reinzulabern. Ist ja gut. Habe ich ja verstanden. Einziges Blütenblatt.
Oh, wunderschön. Das ist so poetisch, Freunde. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Freunde, wer aktiv meine Videos guckt, der weiß das ja. Das ist genau das, was für mich als Kind überhaupt diesen Funken überspringen lassen hat, diese Leidenschaft zur Zauberei. Ich habe ziemlich spät angefangen damit, mit 15 erst, aber ich liebe Zauberei schon seit ich denken kann. Und das genau wegen solcher Auftritte, wegen Manipulateuren, die Dinge aus dem Nichts erschaffen. Das war immer für mich so magisch. Wenn aus dem Nichts etwas kreiert wird, da habe ich als Kind gedacht, ey, das kann doch nur echte Magie sein. Er muss magische Kräfte haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Und jetzt, 20 Jahre später, schaut man dann natürlich mit ganz anderen Augen drauf. Trotzdem habe ich wieder dieses Gefühl in mir, was ich als Kind hatte. Vor allem, wenn diese Atmosphäre so schön ist mit der Musik. Ich versuche hier jetzt wirklich einen Soundtrack aus Epidemic Sound zu nehmen, der ähnliche Emotionen erzeugt. Ich habe da jetzt auch schon was im Hinterkopf. Schaut euch auf jeden Fall den Originalauftritt an. Ich verlinke den in der Videobeschreibung, dass ihr euch das auch mal in der originalen Atmosphäre angucken könnt. Was macht er jetzt mit der Blume? Dieser Staub fühlt mich so. Wo kommt der her? Leute, das ist echt nicht mehr normal. Es ist einfach nicht normal. Ich sag dazu gar nichts. Aber ich will es nochmal sehen. Okay, ich korrigiere. Das ist der magischste Moment, den ich dieses Jahr gesehen habe. Er hat sich selbst übertroffen. Das war ja eine kranke Production. Können wir die nochmal sehen? Regie, könnt ihr das nochmal einblenden? Wie, ich habe keine Regie. Das sind nur Stimmen in meinem Kopf. Hier zaubert er jetzt aus dem Nichts einen halben Ring her. Da ist der halbe Ring und jetzt? Alleine das so magisch.
j'étais amoureux de ce numéro. Il y a tout. Boah, Leute, ich will jetzt gar nichts anderes gucken, ne? Ich bin gerade echt fast zu Tränen gerührt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat das echt bewegt, Freunde. Das hat mich wirklich bewegt. Oh mein Gott, warum kannte ich diesen Act noch nicht? Das ist ja wunderschön. Das berührt die Seele, Alter. Oh mein Gott. Absolut verdienter Weltmeistertitel, Freunde. Absolut. Und es ist einfach schon 5 Jahre alt. Was habe ich in den 5 Jahren gemacht? Komplett verschwendete Zeit. Es gibt ja bei den FISM-Weltmeisterschaften immer verschiedene Disziplinen, verschiedene Kategorien, in denen man sich den Titel holen kann. Das war jetzt hier im Bereich allgemeine Magie. Eigentlich will ich jetzt gar keinen weiteren Auftritt gucken. Ich dachte, ich gucke jetzt in diesem Video so 4, 5 Auftritte oder so. Das hat mich so hart bewegt. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, wir beenden das Video jetzt auch auf genau dieser Note, mit genau dieser Emotion. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob das auch bei euch angekommen ist, was ich hier gerade zumindest fühle. Teilt gerne eure Emotionen, eure Gedanken dazu mit mir in den Kommentaren. Ihr wisst, ich lese jeden einzelnen Kommentar, den ihr mir auf YouTube schreibt, und wir können ein bisschen drüber quatschen. Außerdem Moo Magic mit 4 O's. Dankeschön, dass du mir auf Instagram folgst und danke für dieses mega coole Bild. Wenn du begrüßt werden willst, lass doch einfach ein Follow auf Insta da. Danke fürs Zuschauen, Freunde, und ich mache mich vom Staub. Das war einfach nur bewegend. Eden kommt mit Holzhaptik auf der Schachtel. Alle Infos dazu kommen in der Woche oder so in einem Infovideo. Ciao, Freunde, ich bin weg. Boah, das ist jetzt irgendwie awkward. Ich bin ja noch da. Warum fühle ich mich jetzt wie Peter Lustig? Was? Ihr seid ja immer noch da. Schaltet mal ab, nicht?